vorstelle, das ist etwas, das habe ich erarbeitet, basierend auf die Arbeit von anderen. Es ist ein Konzept, das ist 2 Jahre alt, aber es wird immer erneuert. Worum es geht, ist einfach die Öffentlichkeitsarbeit nicht einfach ad hoc machen zu müssen, die Öffentlichkeitsarbeit nicht als Reaktion machen zu müssen, sondern tatsächlich strategisch aufzustellen, sodass wir tatsächlich über die Zeit die Strukturen und auch das Denken haben, sodass wir den anderen im Voraus sein können. Das sind wir teilweise, vor allen Dingen, wenn es um unsere Themen sind, aber allzu oft reagieren wir und agieren nicht eigenständig, setzen die Duftmarken, damit die anderen kommen. Wieso ich mir erlaube, so etwas vorzustellen? Ich habe ein bisschen Erfahrung in Medien. Ich war bei RTL, RTL 2, bei der Deutschen Welle, wie auch bei Print. Das heißt, ich weiß, wie die Leute denken. Ich war nie, beziehungsweise ein paar Texte habe ich schon geschrieben, aber im Allgemeinen war ich nicht in der Redaktion, sondern in Schnittstellen zwischen Redaktion und Technik, Aufnahmeleitung, Sendeleitung etc. Kenne entsprechend die Denke in den Medien ganz gut. Dann, ich arbeite in der Bundespresse, wie auch bei uns in Bayern, in der Landespresse seit Februar 2010, bin seit September 2010 der politische Geschäftsführer in Bayern. Das ist derjenige, der für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und stellvertretender Pressesprecher im Bund seit Juni 2011. Das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, wie toll ich bin, sondern einfach, ich habe viel Kontakt mit den Medien, ich kenne einiges. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Sachen seht, die ihr so nicht versteht, die ihr anders anpacken würdet, wenn ihr Ideen habt, wie man es besser machen könnte, das Bessere ist immer der Feind des Guten. Insofern sofort die Hand heben, Bescheid sagen, reinwerfen, wie auch immer. Dieses Konzept ist nicht auf Stein gemeißelt, wäre ja ärmlich, wenn es so wäre. Insofern, wenn ihr Besseres habt als das, was ich vorstelle, sagt einfach Bescheid. Wieso machen wir es? Wieso machen wir überhaupt Öffentlichkeitsarbeit? Nun, wir wollen Wähler. Denn Wähler sind die Währung, in der in der Politik agiert wird. Als ich angefangen habe mit diesem Konzept, das war 2010 gleich, da habe ich überlegt, wie können wir überhaupt auf uns aufmerksam machen. Gut, seit Berlin ist das nicht mehr notwendig. Was wir jetzt hinkriegen müssen, die meisten Leute wissen schon von uns, ist, dass wir im sogenannten Relevant Set kommen. Das kommt aus der Marketing-Sprache. Der Relevant Set ist einfach, sind einfach diese Produkte, die man auf jeden Fall kaufen würde. So, wenn ich irgendwo hingehe und ein Erfrischungsgetränk haben möchte, dann wird unter Umständen euer Relevant Set Coca-Cola, Mate, vielleicht Bionade sein. Aber nicht irgendwie irgendeine dunkle Marke, die keiner kennt. Wenn die Leute in die Wahlkabine gehen, dann sollten die Piraten in ihrer Gedankenwelt drin sein, zumindest bei den richtigen Leuten. Es ist im Allgemeinen so, dass der Wähler in den letzten 2 Wochen entscheidet und ein Großteil, bis zu einem Drittel der Wähler, entscheiden sich, bevor sie in die Wahlkabine gehen. Die Entscheidung steht nicht Monate im Voraus. Die Leute, die Briefwahl machen, okay, geschenkt, sondern die Leute entscheiden sehr kurzfristig. So, du wolltest was sagen. Ich will nicht so eine Grundsatzdiskussion aufmachen, aber wo ich mich jetzt gerade so ein bisschen gestoßen habe, ist, dass wir die Wähler, wie hast du es gesagt, die Wähler... Warum machen wir Presse? Wir wollen Wähler. Wähler ist unsere Währung. Genau, danke. Bitte. Ich persönlich habe da eine bisschen andere Sichtweise auf die Wähler. Für mich sind die Wähler diejenigen, die aus einer Überzeugung, und zwar durch die Inhalte, die Themen, die wir mitbringen, also wir Piraten, dass die sich davon ansprechen lassen, und zwar aus einer inneren Überzeugung und sagen, hey, genau das, was die Piraten, wofür die stehen, das finde ich gut, das will ich unterstützen. Was ich nicht persönlich machen möchte, ist, die Piraten verkaufen, ja, also im Sinne von
Das ist ein Produkt und weil dieses Produkt so toll ist, weil es glänzt und so weiter, kauft das, ja. Sondern ich. Weißt du, wie groß unsere Stammwählerschaft ist? Meinst du jetzt in Prozent oder in Zahl? Ja, was haben wir im Moment? Vielleicht 3-4% würde ich sagen. 3%. Es ist so heutzutage, und das hat sich geändert in den letzten Jahrzehnten, dass die Stammwählerschaft aller Parteien, und wir als neue Partei haben ja natürlich eine sehr geringe, eine sehr kleine, da niedergeht. Der Großteil der Wähler sind Wechselwähler. Ob sie uns aus Überzeugung wählen oder weil sie Orange für eine dufte Farbe finden oder aber weil dieser oder jener Punkt, den wir vortragen, wichtig ist, kann ich dir nicht sagen, dazu haben wir nicht die Daten. Letztendlich geht es mir darum, mit der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir bekannt werden, dass die Leute wissen, uns gibt es, und dass die Leute wissen, uns gibt es und wir vertreten folgende Positionen. Dafür muss man einfach strategisch arbeiten. Hast du deine Wortmeldung zurückgenommen oder war die Du hast mich gesehen, deswegen dachte ich mir. Genau, passt. Ich muss ihn da aber leider beipflichten, weil ich habe das noch aus dem Berlin-Wahlkampf gut in Erinnerung, wo die Leute sagten, hey, ihr seid ja ein bisschen anders. Ihr bietet euch ja nicht so an. Bis der Balauer stand am Stand und hat mit den Leuten... Okay, ich breche jetzt die Diskussion ab, weil... Ich verstehe, was du sagst. Der Fokus ist schon wichtig, dass man sagt, okay, ich will nicht um jeden Preis gewählt werden. Ja, das widerspricht sich doch gar nicht. Eben. Er will sich aber nicht wieder seinen Vortrag erhalten. Dann mach erstmal deinen Vortrag und dann gucken wir dann am Anschluss. Nee, ich werde in die Grundsatzdiskussion nicht gehen. Okay. Zoom. Wohin könnte die Reise gehen? Kurz nach der Wahl in Berlin gab es eine Umfrage vom ZDF, beziehungsweise von Forschungsgruppe Wahlen, die ja für das ZDF die ganze politische Demoskopie machen. Und sie haben nicht die sogenannte Sonntagsfrage gestellt. Sie haben nicht gesagt, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären, wen würden sie wählen? Sondern sie haben gefragt, welche der folgenden Parteien könnten sie sich vorstellen, irgendwann mal zu wählen? Das ist eine etwas andere Frage. Und ich sage es ganz deutlich, damit ihr einfach die Zahl, die jetzt folgt, auch im richtigen Kontext stellt. Vom Universum, das Forschungsgruppe Wahlen befragt hat, konnten sich vorstellen, die Piraten tatsächlich, oder bei den Piraten tatsächlich mal ein Kreuz zu machen, 19%. Ich meine, wir sind ganz gut dran mit 9% bei der letzten Forsa-Umfrage. Aber tatsächlich gibt es circa ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland, die sich vorstellen könnte, die Piratenpartei zu wählen, wenn wir die richtigen Positionen vertreten, wenn wir die richtigen Kandidaten haben. Heutzutage sind Wahlen auch Personenwahlen. Wann war die Befragung? Das war kurz nach der Wahl in Berlin. November, Oktober. Oktober 2011. Die Daten sind aber konsistent. Also es gab eine Studie in Bamberg ungefähr ein Jahr davor und die gab 17%. Insofern die sogenannte Mobilisationsfähigkeit der Piraten ist so um die Ecke, so 17, 19, vielleicht 20 oder so etwas. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Dieses Bild habe ich aus einer Studie der Hans-Seidel-Stiftung, für die es nicht wissen, wir sind ja in Hessen und nicht in Bayern, die Hans-Seidel-Stiftung ist die Stiftung der CSU. Das Bild an sich, das ist bekannt, das sind die sogenannten Sinusmilieus, mit denen im Marketing sehr stark gearbeitet wird, durch die auch Wähler, beziehungsweise grundsätzlich soziodemografische Gruppen aufgeteilt werden. Und die Hans-Seidel-Stiftung hat analysiert, wer unsere Wähler, wer unsere Mitglieder sind und hat ganz klar gesagt, sie liegen nicht bei den traditionellen Werten, sie liegen nicht bei den Modernisierern, sondern sie liegen tatsächlich bei der Neuorientierung, bei den Progressiven. Und zwar
über alle Schichten. Das heißt, wir sind nicht eine Partei, die irgendwie nur die Besserverdienenden, wie die FDP, anspricht, oder nur, ich sage es einfach in marxistischen Phrasen, nur das Proletariat, sondern tatsächlich über alle Schichten. Dabei aber immer die Seite hier, die Progressiven. Grob zusammengezählt könnten wir sagen, es sind 11 plus 9 sind 20, 30, 40%. Cool, oder? Naja, okay, 40% kriegen wir nicht, aber es ist schon eine interessante Bevölkerungsgruppe und entsprechend für mich, der die Piraten als eine progressive Partei sieht, die richtigen. So. Nun, in der Öffentlichkeitsarbeit sind die Medien natürlich eine der wichtigsten Stützen. Wenn ein Baum fällt und keiner hört es, fällt er trotzdem. Was wollen die Medien? Die Medien wollen natürlich verkaufen. Ganz klar. Das, was denen mehr Zuschauer bringt, mehr Klicks bringt, höhere Verkaufszahlen bringt, das ist das, was die Medien haben möchten. Was verkauft sich? Das, was ein Mehrwert ist für die Konsumenten. Und hier dürfen wir auch die Agenturen nicht vergessen. Ich weiß von dpa, dass sie gerne über uns berichten, weil es viele Unternehmen, bei vielen Unternehmen ist es so, dass sie einen Vertrag mit dpa haben. Wenn sie eine Nachricht von dpa zitieren, dann zahlen sie, aber nur dann. Das heißt, sie haben nicht eine Flatrate und so weiter und zahlen einfach für alle, sondern nur dann, wenn die Nachricht genommen wird. Und dpa weiß, dass wenn Piraten Teil der Nachricht sind, dass dann sich diese Nachricht besser verkauft. Das heißt, die Medien wollen natürlich einen Mehrwert für die Konsumenten. Ein Mehrwert kommt durch gute Geschichten, die die Leser einfach interessieren, wo die Leute sagen, oh ja, ich gehe jetzt einfach da in diesen Thema rein und schaue mir einfach, was da los ist. Beziehungsweise sie kaufen die Zeitschrift, die Zeitung, weil einfach dort eine Nachricht ist, die sie interessiert. Und es ist oft so, dass Leute Zeitungen oder Zeitschriften kaufen, weil ein Thema in dieser Zeitschrift sie interessiert. Die Leute wollen eine neue Geschichte hören, etwas komplett nie Dagewesenes, und das sind wir. Das wird sich in 5, 10 Jahren ändern, aber im Moment sind wir. Eben nicht. Wenn wir auch versuchen, die Leute zu verkaufen, also uns zu verkaufen an die Wähler, dann machen wir es genauso wie die anderen auch. Dann fangen wir jetzt schon damit an. Aber wenn wir es eben anders machen, dann sind wir für Fett auch noch anders. Das ist schon ein Unterschied. Schön, dass uns diese ideologische Sicht gebracht hast. Vielen Dank. Bitte sehr. Die Leute wollen einfach gute Aufhänger, Nachrichten oder eben provokante Thesen. Die Aussage, dass wir Postgender sind. Die Aussage, dass das Urheberrecht, so wie es heute existiert, einfach die falsche Idee ist. Und was die Medien auch gut nutzen können, sind einfach Hintergrundinfos, Zahlen, Daten, Fakten, Resultate aus Studien, Resultate aus Umfragen. Und entsprechend folgende Thesen zur Öffentlichkeitsarbeit. Wahlkampf ist immer. Wenn heute Abend die Kreuzchen ausgezählt sind, hört der Wahlkampf nicht auf. Wenn 2013 die Kreuze ausgezählt sind für die Bundestagswahl. Wann habt ihr in Hessen die Landtagswahl? Ende letzten Jahr. Genau. Auch da hört der Wahlkampf nicht auf. Wahlkampf ist letztendlich immer der Kampf um die Köpfe ist immer da. Entsprechend muss das Profil der Partei klar sein. Das wird natürlich Parteitag für Parteitag immer klarer, immer deutlicher. Die Basis gibt sich ein Profil und entsprechend wird einfach das Profil der Partei klarer. Das war vor 2 Jahren natürlich weniger deutlich. Wir dürfen die Offliner nicht vergessen. Wir machen viel in Twitter und es macht viel Spaß, in Twitter rumzublödeln und was auch immer.
Vergesst aber nicht, Twitter macht 1,5% des Netzes und im Netz sind 73% der Bürger höchstens. Das heißt, so viel wir auch nur in Twitter machen, damit erreichen wir kaum jemanden. Womit wir tatsächlich Leute erreichen, ist mit Fernsehen. Das ist immer noch der Top-Beweger Nummer 1. Facebook ist auch etwas, was viele sehen. Viele Leute verstehen, ich gehe ins Internet mit, ich gehe in Facebook und schaue mir einfach, was meine Freunde mir geschickt haben. Ist so. Trotzdem dürfen wir die Leute nicht vergessen, die einfach nicht online gehen. Oder die einmal im Monat online gehen. Und dafür gibt es eben die Holzmedien und das Fernsehen. Und nicht zu vergessen das Radio. Wenn die Leute morgens und abends, beziehungsweise vor allem morgens, in die Arbeit fahren, hören sie Radio. Das ist etwas, was wir immer wieder gerne vergessen. Und es ist trotzdem ein guter Punkt, weil sie können eh nichts tun, außer sich ärgern, dass der da vorne nicht schneller fährt oder dass er gerade bremst und zuhören. Weitere These: Persönlichkeiten helfen, Inhalte zu verbreiten. Deswegen, weil wir Menschen darauf konditioniert sind, seit Hunderttausenden von Jahren, beziehungsweise mindestens seit 10.000 Jahren, weil wir einfach Geschichten von Menschen gehört haben. Irgendein Problem? Alles gut, alles gut. Als wir am Lagerfeuer standen, haben uns Menschen erzählt, wie die Jagd ging. Und darauf sind wir konditioniert. Wir sind nicht darauf konditioniert, ein Wahlplakat zu lesen, in dem 50 Thesen drinstehen, weil dafür haben wir schlicht und ergreifend nicht die Zeit. Wenn eine Person aber eine Aussage trifft, und das haben die Berliner hervorragend getan, wir hatten immer Personen und immer eine Aussage, dann haben wir eher die Aufmerksamkeit. Kannst du mal da ein Beispiel nennen, was also für uns zutreffen würde? Persönlichkeiten helfen, Inhalte zu verbreiten. Zum einen die Plakate in Berlin. Auf jedem Plakat in Berlin war eine Person drauf. Diese Person hat die Schlagzeile gegeben: Religion privatisieren. Darunter war einfach die kleine Information, was meinen wir damit? Und es war immer eine Person drauf. Also unter Persönlichkeiten habe ich jetzt verstanden, also Persönlichkeiten, die allgemein bekannt sind. Das auch. Das ist mein nächstes Beispiel. Ob sie es will oder nicht, Marina hat tatsächlich viele Schichten auf uns aufmerksam gemacht. Ich weiß von vielen Frauen mittleren Alters, die erst dann zugehört haben, was wir sagen, als Marina es sagte. Ist nun mal so. Also, ich kann nachvollziehen, dass sie die Nase voll hat, dass sie ständig überall präsentiert wird. Würde mir sicherlich auch auf den Senkel gehen. Aber es ist nun mal so, dass manche Leute erst darauf reagieren, wenn einfach jemand die Nachricht übermittelt, den sie einfach vor Augen haben. Wichtig auch, es ist ein dezidiertes Team notwendig, um Öffentlichkeitspressearbeit zu machen. Man braucht einfach Leute und je mehr wir in die Parlamente gehen, werden wir uns das auch leisten können, die tatsächlich den ganzen Tag in solchen Konzepten denken, die tatsächlich wissen, welche Presse welche Themen am besten überträgt. Ich kann nicht zum Handelsblatt gehen und denen über Postgender etwas erzählen, weil das wird sie nicht interessieren. Ich kann zum Handelsblatt gehen und über Urheberrecht sprechen. Das wird unter Umständen einen Teil derer Leser interessieren. Wir brauchen also ein dezidiertes Team, das daran arbeitet, und entsprechend brauchen wir auch Strukturen. Wir brauchen einfach Räume, und sei es gedankliche Räume, in denen einfach diese dezidierte Teams arbeiten können und ihre strategische Arbeit durchführen können. Die Strukturen, die ich mir überlegt habe, die kann man grob in 4 Themenfelder aufteilen. Zum einen Fakten schaffen. Wir brauchen Studien und Umfragen. Neuestes Beispiel, die Umfrage des Kegelclubs. Wir brauchen einfach Analysen über uns, beziehungsweise über unsere Konzepte,
die wir dann auch an die Presse und entsprechend an die Bevölkerung weitergeben. Wir brauchen auch einen Kalender politischer Themen, damit wir anfangen, nicht zu reagieren, sondern im Voraus agieren zu können. Teilweise passiert es im Bund dadurch, dass Bernd durch seine Arbeit öfter weiß, was in ein, zwei Wochen Thema im Bundestag ist oder grundsätzlich Thema ist. Als unser geliebter Herr Friedrich das Cyberabwehrzentrum aufgemacht hat, eröffnet hat, wussten wir es im Voraus, weil Bernd uns Bescheid gegeben hatte. Ich meine, es war kein Geheimnis, dass das passiert, nur vor lauter viel zu tun hätten wir es übersehen. Bernd hat uns gesagt, das passiert. Entsprechend konnten wir einen Tag vor der Eröffnung des Cyberabwehrzentrums eine Pressemitteilung rausschicken mit schönen, knackigen Zitaten. Und entsprechend wurde die Nachricht, dass dieser Cyberabwehrzentrum aufgemacht wird, oft, sehr oft sogar, mit unserer Meinung dazu garniert. Perfekt. Wenn wir das grundsätzlich und immer wieder könnten, wäre das fantastisch. Zu Fakten schaffen gehört meines Erachtens auch, irgendwann mal ein Think Tank zu haben. Leute, die den ganzen Tag rumsitzen und für nichts anderes bezahlt werden, als nachzudenken. Ja, ich mach das. Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Entschuldigung. Was ich öfter schon besprochen habe mit verschiedenen Leuten, einfach so an Ständen, beziehungsweise auch in München, ist, ja, was für eine Gesellschaft wollt ihr? Was ist euer Menschenbild? Ich glaube, wir könnten es nicht auf Anhieb sagen. Weil wir es selber noch nicht erarbeitet haben. Weil tatsächlich das eines der Punkte ist, wo wir uns Gedanken machen sollten und wo uns so ein Think Tank vielleicht helfen könnte, uns zu sagen, das sind die Möglichkeiten, welche wollen wir nehmen. Nächste Säule, Themen beobachten. Wenn ich außerhalb der Fußballsaison über Fußball rede, wird wahrscheinlich keiner zuhören. Wenn ich es innerhalb der Saison mache, dann werden die Leute eher zuhören. Wenn ich außerhalb der Formel 1 Saison darüber spreche, wie toll mein Reifen ist, wird keiner zuhören. Wenn ich es während der Formel 1 Saison mache und versuche einfach meinen Reifen dort zu platzieren, werden die Leute eher zuhören. Sprich, es gibt ein richtiger Moment, um die Meinung reinzubringen, dann wird man eher zugehört. Ist nun mal so, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute bei bestimmten Themen ist und nicht immer überall bei allen Themen. Also müssen wir einfach sehen, welche Themen sind gerade aktuell oder welche Themen könnten aktuell werden. Dazu gehört auch Kontakte aufbauen. Dazu gehört einfach auch selber Themen besetzen. Einfach selber Veranstaltungen aufzumachen. Ich meine, das klarste Beispiel, wie man ein Thema besetzt mit eigenen Veranstaltungen, sind unsere Parteitage. Haha. Ich kann mich erinnern, unser Parteitag in Offenbach, beziehungsweise anders gesagt, eine Woche vor unserem Parteitag in Offenbach war der Parteitag der Grünen. Jedes Mal, wenn über die Grünen gesprochen wurde und ihren Parteitag, wurde auch über die Piraten gesprochen, die eine Woche später Parteitag hatten. Das ist nur das klarste und deutliche Beispiel. Eigene Veranstaltungen zu machen, bringt immer viel. Auch im Kleinen, wir haben zum Beispiel in Bayern ein Eltern-WLAN gemacht. Und das war ganz gut. Wir haben es zusammen mit Pädagogen gemacht. Und haben einfach den Eltern gezeigt, womit zockt mein Kind. Wir hatten da, ich glaube, es war Counter-Strike, und haben zuerst den Eltern erklärt, so und so wird gespielt, man trifft sich in Clans etc. pp. Und dann durften sie selber spielen. Das war sehr gut, weil die Eltern endlich verstanden haben, was ihre Kids machen und dass es nicht in erster Linie ums Ballern geht, sondern einfach um den Spaß gemeinsam zu ballern. Es war auch sehr gut, weil man das sehr gut in die Presse reinbringen konnte, nach dem Motto, die Piraten zeigen den Eltern,
was Gaming ist, wie einfach so eine LAN-Party stattfindet. Und damit konnten wir auch das Thema, Spielen ist nicht einfach nur Ballern, sondern es ist auch eine soziale Sache und es ist einfach eine Sache des Spaßes gut rüberbringen. Nächste Säule. Experten positionieren. Es gibt einen Grund, wieso andere Parteien immer den außenpolitischen Sprecher haben. Wenn wir Leute haben, die etwas gut können oder Gruppen, dann ist es gut, da Programm- und Themenkonferenzen zu machen. Die Sozialpiraten haben zum Beispiel mehrere Konferenzen gemacht. Zur Außenpolitik gab es ja die erste Potsdamer Konferenz. Hoffentlich im Mai kommt die zweite Potsdamer Konferenz. Das kommt gut in die Presse. Und damit können wir auch dem Bürger sagen, der es einfach von der Presse mitbekommt, aha, die Piraten kümmern sich um Soziales, kümmern sich um Außenpolitik oder gerade ist was, wie nennen die das, Wirtschaftskongress oder was auch immer in Neumünster? Wirtschaftskongress, ja. Wirtschaftskongress, genau. Wirtschaftskonferenz, wie auch immer. Das ist gut auch in der Öffentlichkeitsarbeit, vor allen Dingen, weil alle unsere Konferenzen, all diese Treffen, weil wir dazu auch immer offen sind und sagen, wer mag, soll mitkommen und mitmachen und seine Meinung sagen. Es ist gut, Leute zu haben, die gut bei Themen sind, die man auch als Sprecher zu Veranstaltungen schicken kann. Wir hatten nach den ACTA-Demonstrationen, München mit 16.000 die größte, überrascht mich immer noch, ein Kommentar in der Abendzeitung vom Chefredakteur, der sagte, ja, ihr wollt einfach nur frei kopieren. Daraufhin habe ich einfach eine Mail geschickt und habe gesagt, nö, wollen wir nicht, aber das würden wir euch gerne erklären, in welchem Format auch immer. Prompt kam die Gegeneinladung von der Abendzeitung, ja, lass uns eine Podiumsdiskussion machen. Bei dieser Podiumsdiskussion war eine Dame der CSU, Stadtrat, die anderen haben sich nicht getraut. Und das meine ich im Ernst, die anderen haben sich nicht getraut. War Klaus Doldinger, war Willi Astor, ich weiß nicht, ob er euch bekannt ist, das ist ein bekannter Musiker. Und von uns war Sekor dort, weil er einfach im Thema ACTA am besten drauf ist und er hat sich auch gut vorbereitet. Und er hat dort sehr klar unsere Positionen dargestellt, wieso wir gegen ACTA sind, dass wir das Urheberrecht nicht abschaffen wollen, etc. pp. Und auch bei anderen Veranstaltungen, wir werden langsam aber sicher gefragt, dass wir einfach zu Podiumsdiskussionen gehen, dass wir Reden halten zu diesem oder jedes Thema. Das ist immer eine gute Möglichkeit, den Leuten zu erklären, wer wir sind, was wir meinen, was unsere Positionen sind. Und was auch gut ist, ist einfach den Journalisten Hilfestellungen bei aktuellen Fragen zu geben. Ich habe mehrfach gehört von Journalisten, ja, ihr wollt mir ja mein Urheberrecht wegnehmen. Und anstatt das immer und immer und immer wieder zu erklären, habe ich einfach den Boris Dorowski gebeten, da einen Reader zu machen. Der hat etwas zusammengestellt, hat es mit der AG Urheberrecht besprochen. Und jetzt haben wir 7 Seiten, in denen unsere Positionen zum Urheberrecht sehr schön dargestellt sind, die man jederzeit einfach jedem Journalisten in die Hand drücken kann und sagen kann, nein, das ist nicht so, hier, lies mal. Hintergrundinformationen zu geben, ist sehr gut. Die werden nicht sofort veröffentlicht, aber dafür sind sie auch nicht gedacht. Nächste Säule, Verbündete finden. Wir müssen diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Gerade wir haben natürliche Verbündete, themenaffine Gruppen, themenaffine Vereine. Mit Amnesty International oder mit ATTAC kann man gut zusammenarbeiten. Mit der Humanistischen Union, als wir seinerzeit Hermann angezeigt haben in Bayern, wegen dem Bayern-Trojaner. Ihr habt auch euren angezeigt und die Niedersachsen haben das auch gemacht. Als wir Hermann angezeigt haben, haben wir uns die Hilfe der Humanistischen Union geholt. Wieso nicht? Wir gehen den gemeinsamen Weg. Die fanden das auch klasse, dass wir ihn angezeigt haben und haben mitgemacht. Und was wir auch nicht vergessen sollten, ist,
herausragende Namen zu hören. Wenn Alex Lessmann irgendetwas zu Urheberrecht sagt, dann werden die Leute sagen, ja, nett, aha, hier, hast ein Zückerchen, auf Wiedersehen. Wenn aber Bruno Kramm, der in der Gothic-Szene super bekannt ist, der selber Musiker und Produzent und Komponist und so weiter ist, zu Urheberrecht oder zu ACTA was sagt, dann hören die Leute zu, weil sie ihm eher zutrauen, etwas auch im Sinne der Künstler zu sagen, als sie es mir tun. Ich überspringe ein paar Zeilen. Etwas, was eigentlich eine gute Idee ist, ist Worte und Wortgebilde aufzustellen und zu besetzen. Das deutlichste Beispiel ist das Wort Zensursula. Damit haben wir einen Großteil diesen Vertrag zu Fall gebracht. Weil wir mit diesem Wortgebilde sofort gesagt haben, dieses Gesetz ist ein Zensurgesetz. Und es ist von Ursula von der Leyen. Es gibt einen Grund, wieso Ursula von der Leyen abgezogen wurde und zu einem anderen Ministerium rübergebracht wurde. Mit diesem wunderbaren Wortgebilde haben wir tatsächlich dazu beigetragen, dass sich in den Köpfen festsetzte, dieses Gesetz, das sogenannte Zugangserschwernisgesetz, ist ein Zensurgesetz. Wenn uns das immer wieder gelingt, schaffen wir es viel eher bei den Leuten, unsere Ideen rüberzubringen. Es ist nicht einfach, aber wir sind letztendlich alle Hacker. Und die unter uns, die mit der Sprache herumspielen, sollten einfach Hacker der Sprache werden. Und tatsächlich solche Wortgebilde wie Zensursula immer und immer wieder rüberbringen. ACTA ad ACTA legen. Ist auch sehr gut. Oder Willi Astor hat es wunderbar gesagt am Ende der Podiumsdiskussion, wir sollten von ACTA abkommen. Meines Erachtens auch Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist Infobroschüren beziehungsweise auch die Flyer zu erstellen und instand zu halten. Bei der Überraschung, dass ACTA plötzlich wieder ins Bewusstsein kam, haben wir gesehen, dass unsere Flyer, unsere ACTA-Flyer 2 Jahre alt waren und dass einige Inhalte dort drin nicht mehr stimmten, weil die ganzen Leute da, die ganzen Lobbyisten schon ein paar Teile von ACTA rausgeschmissen hatten oder verändert hatten. Tatsächlich sollten wir zusehen, mir ist selber bewusst, dass es nicht einfach ist, dass wir kontinuierlich diese Flyer, diese Infobroschüren, diese Hintergrundinformationen aktuell halten. Und dass wir natürlich bei neuen Themen neue rausbringen. Mit jedem Parteitag werden neue Themen dazukommen. Ja. Also ich für meinen Fall weiß, dass sehr viele Leute glauben, weil ich Pressearbeit mache, dass sie mir dann jede Arbeit, was bezüglich Infoflyer angeht, aufdrücken könnten. Das verneine ich stets und sage denen, Kollege, mach mal deine Infoflyer. Ich gucke mir das auch gerne an, aber... ich mache keine Infoflyer. Die kommen, richtig, also, Moment. Ich sage jetzt nicht, warte. Du wirst sehen, wie ich das meine. Ich sage nicht, dass die Leute, die Pressearbeit machen, auch Flyer machen sollten. Okay? Kannst du das nochmal ganz laut in die Welt schreien? Kann ich gerne. Aber wenn ich jetzt tue, fliegen seine Kopfhörer weg. Das ist keine Sache. Aber ja, tatsächlich, also ich gebe dir recht, das eine ist Pressearbeit machen, das andere ist Texte schreiben. Und das dritte ist Flyer entwerfen und die Texte da reinkippen. Bin ich vollkommen bei dir, ja. Sind auch andere Gedankenwelten. Etwas, woran wir kranken, ist auf unserer Website, sind meistens nur unsere PMs. Und vielleicht die eine oder andere Stellungnahme. Wir sollten zusehen, dass wir, und das gefällt mir an der neuen Website, dass wir auch andere Informationen, andere Fakten drin haben. Wir haben ja auf der Website, das habe ich gestern entdeckt, ein, ich glaube, Piraten A bis Z nennt sich das. Und dort sind einfach verschiedene Themen von A bis Z drin und Hintergrundinformationen dazu, Positionspapiere und ähnliches. Das geht meines Erachtens in die richtige Richtung.
So, klare Positionierung der Partei. Das war vor 2 Jahren wichtiger, als es heute ist. Heute haben wir mehr Profil, weil wir jetzt schon 2 Programmparteitage hinter uns haben, die uns mehr Profil gegeben haben. Es ist trotzdem wichtig, zu zeigen, wieso wir nicht die Grünen sind. Wir sind bei den Piraten, oder manche von uns sind bei den Piraten, weil sie eben nicht zu den Grünen gehen wollten. Wieso wir nicht die CDU sind, wieso wir nicht die FDP sind, etc. pp., die jetzt sich als das Original verkauft. Dagegen sage ich ja, ihr könnt das alte Original sein, wir sind Politik 2.0. Wir sollten die Samthandschuhe fallen lassen. Ich habe den Eindruck, dass wir öfter die politische Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner scheuen. Wir haben klare und eindeutige Positionen, die uns abgrenzen von anderen Parteien. Wir wollen nicht die Bürgerrechte einschränken, wie die CDU, CSU das wollen. Und wir dienen nicht dem Markt und den großen Unternehmen, wie die FDP das tut. Also lass uns das in die Welt rüberbringen. Wir sollten natürlich fair bleiben, aber auch Kontra geben, wenn die anderen Scheiße labern. Neuestes Beispiel, Leuthäuser Schnarrenberger hat ja ein Interview dem Handelsblatt ein Interview gegeben, dort einige Aussagen getroffen, von wegen, ohne sie gäbe es heutzutage ACTA, weil sie hat ja ACTA gestoppt. Ja, right? Und wir würden das Urheberrecht abschaffen wollen. Klar doch. Und mir nichts, dir nichts, habe ich einfach einen Text geschrieben als Gegenposition dazu, habe es einfach verschiedenen Leuten lesen lassen. Dann haben wir es einfach über den Verteiler gejagt. Resultat ist, jedes Mal, wenn über ihr Interview im Handelsblatt gesprochen wurde, wurde unsere Position auch im nächsten Satz genannt. Einfach Kontra geben, wo die anderen Mist bauen oder wo die anderen ökonomisch mit der Wahrheit umgehen. War das eine Wortmeldung? Okay. Etwas, was wir problemlos schaffen sollten, ist die konsequente Verfolgung der Fehler der Etablierten. Sie machen viele. Sie machen wiederholt Fehler. Zumindest was unser Weltbild, was unsere Position angeht. Insofern, jedes Mal, wenn Sie etwas falsch machen, Finger in die Wunde. Man muss nicht Four-Letter Words benutzen, man muss nicht die Leute beschimpfen, wenn man das tut. Man kann einfach nur sagen, das ist eine falsche Position, weil, und einfach immer Finger in die Wunde, Salz in die Wunde streuen. Und somit einfach klar machen, wieso wir uns von anderen Parteien differenzieren, wieso unsere Position die richtige ist. Ich meine, wir sind überzeugt davon, sonst wären wir nicht Mitglied. Ja. Also bisher habe ich immer versucht, einen direkten Angriff auf andere Parteien zu vermeiden, weil sich diese Art in fundamental, also sich zu ergehen in fundamentaler Position, wie bis jetzt, also wie immer schon gestunken hat. Und ich darin auch eine Abgrenzung zu so etwas wie die Linken sehe. Aber ich versuche halt eben auf einzelne Aussagen von einzelnen Politikern ganz deutlich einzugehen, um nicht auch gleich so diese Sippenhaft dahinter zu haben. Also wenn ich jetzt hergehe und irgendein CDU-Politiker macht sich mal wieder zum Vollhorst, dann geht es um den. Da geht es nicht um die ganze Mischpoge, weil es gibt da ja auch durchaus Leute, die versuchen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wobei, wenn natürlich dieser Politiker eine Position der Partei vertritt, macht man beides gleichzeitig. Also ich vermeide es. Okay, aber wenn eine Position der Partei, die gerade ausgesagt wird, falsch ist, dann sollten wir das auch sagen. Es geht nicht um Angriff, sondern einfach um das Darlegen, unseres Erachtens ist diese Position falsch, weil... Ja, wie gesagt, ich mach's anders. Okay. Also ich find's halt eben wichtig, dass man sich in dem Moment wirklich auf die Person beschränkt und darüber sage ich ja natürlich auch etwas zu dem Programm, was ja, okay, vielleicht... Das kann natürlich aber auch ausarten, wenn es jemand wie der Uhl ist oder von der Leyen, dass man gesehen wird als jemand, der auf Personen basht. Muss man natürlich auch Der Uhl ist ja zum Beispiel, der bietet ja auch Angriffsfläche. Also da,
da kann man ihn gesehen, nehmen, da kann man ihn nehmen und er ist dann der Stellvertreter. Und jeder aus der CDU, der sich damit identifiziert, wird sich auch angesprochen fühlen. Und die, die sich nicht damit identifizieren, haben immer noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm. Okay. So sieht es. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass man, wie du vorhin sagtest, klare Positionen bezieht und sich nicht, wie die Linken es sehr gerne tun, aufs generelle Bashing zurückzieht. Einfach nur draufkloppen, weil der andere scheiße ist, nützt nichts. Man muss halt schon themenbezogen sagen, okay, da redest du gerade Blödsinn oder da redet ihr gerade Blödsinn oder was auch immer. Der Müll redet immer Blödsinn. Also ich meine, dass wir und dazu, die scheiße finden, ist klar, aber wir müssen es ja nicht dauernd sagen. Und dazu gehört übrigens auch, die anderen zu beglückwünschen, wenn sie etwas in unserem Sinne richtig machen. Die FDP in Bayern, die hatten gerade Landesparteitag. Oder vielleicht haben sie ihn noch, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Tage sind. Die haben sich gegen das Leistungsschutzrecht ausgesprochen. Mhm. Die FDP in Bayern. Bitteschön. Kleine Gruppe, da kann man einfach sagen, ja, aber die Bayern, egal. Sind doch ein bisschen mehr, erstaunlicherweise. Aber dann gehört es natürlich dazu zu sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr vertritt die richtige Position. Weil, und das ist der nächste Punkt, man unterstützt die Leute in diesen anderen Parteien, die tatsächlich der Meinung sind, das Leistungsschutzrecht ist scheiße, wie zum Beispiel Jimmy Scholz bei der FDP in Bayern und im Bundestag, bei ihren Positionen. Aber dann auch kein Aber hinten dran hängen, sondern einfach so... Nein. Viel, sehr gute Positionen finden wir klasse. Punkt, fertig, aus. Ich glaube, es ist sekundär, welche Form jetzt die Kritik oder die Anmerkung nimmt. Es geht vor allem darum, dass wenn eine andere Partei oder jemand, den wir gut kritisieren können, Öffentlichkeit schafft, dass wir es dann strategisch nutzen, um auf diese Öffentlichkeit mit aufzuspringen und unsere Meldung damit unterbringen. Das ist das zum Beispiel, was ich eben bei Leuthäuser-Schnarrenberger gemacht habe. Sie wollte die Deutungshoheit darüber erlangen, wer die Piraten sind, was die Piraten denken, was die Piraten unter anderem zum Urheberrecht sagen. Die Deutungshoheit haben wir ihr genommen, dadurch, dass wir schnell eine Stellungnahme draußen hatten und diese Stellungnahme zusammen mit ihrer zitiert wird. Schon hat sie die Deutungshoheit verloren und dann werden einfach beide Positionen dargestellt. Was Sven gesagt, ein politischer Gegner. Ja? Und ich wollte fragen, wie du das siehst, weil meine Sicht ist, Wir sind nicht in einem Kampf und wir sind auch nicht in einem für mich Wettbewerb, sondern es gibt ein Spektrum an verschiedenen Positionen, ja, und wir vertreten halt eben bestimmte Positionen innerhalb dieses breiten Spektrums. Und Gegner hat für mich halt sowas persönlich sehr Negatives, weil es auch ein Stück weit ums Recht haben geht. Ja, und also mein Ziel ist eher argumentativ. Sie sind die besseren Argumente gegen etwas zu haben oder für etwas. Richtig, aber Sie sind der Gegner insofern, als dass wir natürlich um den Gedankenraum kämpfen. Politischer Wettbewerb. Ja, dass wir einfach zusehen wollen, dass die Leute unsere Meinung verstehen und unsere Meinung für die richtige halten. Und entsprechend sind das Gegner, Kontrahenten, wie auch immer. Also ich werde mich jetzt nicht in Semantik verlieren. Ich habe gezielt das Wort Feind vermieden, weil es vollkommen falsch ist. Aber Gegner sehe ich einfach, ja, wenn ich hegelianisch denke, Antithese sind These, ist mein Gegner derjenige, der zu meiner These eine Antithese stellt. Dass wir trotzdem am Ende mit einer Synthese rauskommen, das schließt das Wort meines Erachtens nicht aus. Da war eine Wortmeldung? Nein? Nee, ich hab dich noch nicht streckt. Okay. Passt. Moin. So, weiter bei den Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit. Wichtig, ein Pressenetzwerk aufbauen. Leute, die man kennt, die man auch anrufen kann. Bei diesem Beispiel von der Abendzeitung war es gut, dass ich schon wusste, wen ich bei der Abendzeitung anzusprechen habe. Und entsprechend wurde einfach diese Mail weitergeleitet an die richtigen Personen. Etwas, was ich schon seit ungefähr ein Jahr mache oder so etwas, ist, ich treffe mich mit Journalisten in München, die beim Landtag akkreditiert sind.
Und ich nehme immer Seko mit, mindestens, wenn es geht, auch noch ein paar andere Piraten. Und wir quatschen einfach mit denen. Wir setzen uns zum Mittag und quatschen einfach über Gott und die Welt letztendlich. Natürlich drehen sich die Sachen immer sehr stark in Richtung, was ist eure Meinung zum Urheberrecht, wie sieht es mit den Frauen in eurer Partei aus, etc. pp. Die bekannten Themen. Aber wichtig ist, dass zum einen die Journalisten verstehen, wer wir sind, wie wir ticken, wieso wir Entscheidungen auf diese Art und Weise treffen, wieso wir diese Entscheidungen treffen und nicht andere. Denn wir ticken anders, teilweise komplett anders als die anderen Parteien. Dass bei uns eine Pressemitteilung im Pad gemacht wird und dass es egal ist, ob du Vorstand bist oder Basispirat, denn letztendlich, wenn du eine gute Idee hast, landet sie im Pad fertig aus. Das ist etwas, was bei anderen Parteien undenkbar ist. Versuch mal bei der CDU als Nicht-Vorstand eine Meinung zu haben und sie auch in eine Pressemitteilung reinzubringen. Und so auch bei anderen. Also die SPD ist nicht anders und die Linke noch weniger. Wie wählst du die Journalisten aus, mit denen du dich triffst? Und wie treffen die sich mit dir? Also was ich gemacht habe, es gibt eine Liste der Journalisten, die im Landtag akkreditiert sind. Und ich gehe einfach diese Liste durch und rufe die an. Und tatsächlich, nach Bauchgefühl, habe ich die Medien aufgeteilt in besonders wichtige und weniger wichtige. Das die Zeitschrift für Landwirtschaft und bäuerliche Industrie, glaube ich, nennt sie sich, oder so etwas, ist für uns eher weniger wichtig als die Süddeutsche. Grundsätzlich eher schon. Auch in Bayern. Und entsprechend rufe ich einfach die an und sage, guten Tag, ich bin der und der, Piratenpartei und so weiter. Vor einem Jahr war es schwierig, mittlerweile, wenn ich anrufe, Piratenpartei, ja klar, wann treffen wir uns? Macht eben die Wahl in Berlin und Bekanntheitsgrad und alles, was danach gekommen ist, aus. Und ich treffe mich einfach zum Mittag mit denen. Einfach ein entspanntes, ein-, zweistündiges Mittagessen mit langem Gespräch und Diskussionen und so weiter. So etwas wie ein Treffen am Kaminfeuer. Einfach, da quatscht man einfach miteinander. Unter Umständen machen die Journalisten daraus einen Artikel, unter Umständen nicht. Das ist deren Entscheidung. Einfach nur miteinander reden. Und die Fragen, also keine Bange, es sind Journalisten. Sie sind Journalisten geworden, weil sie viele Fragen haben, beziehungsweise Sachen kritisch durchleuchten wollen. Dann sprechen sie Fragen und sagen, hey, und wie ist es damit und was denkt ihr dazu? Und so weiter. Aber es ist ein entspanntes Essen. Es ist keine Pressekonferenzsituation und nichts. Praktisch. Du legst ein, musst du auch bezahlen? Müssen. Ich biete an zu bezahlen. Es gibt Journalisten, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Es gibt Journalisten, die zucken direkt selber die Kreditkarte und sagen, ich zahle alles. Bedankt man sich artig. Wird nie Bundespräsident werden, aber hey, so ist das Leben. Insofern, also grundsätzlich biete ich an, tatsächlich zu bezahlen. Das für mich, also wenn ich die eingeladen habe, dass sie sich mit uns treffen, ist es Ding der Gastfreundschaft. Aber das passiert dann situativ. Also wie gesagt, manche sagen, okay, ich zahle. Und manche sagen, nee, ich zahle meins, vielen Dank. Wie auch immer. Also ich drängle mich nicht auf, aber ich biete es auf jeden Fall. Und ich mache es natürlich mit den Piraten, die im Landtag... Piraten, die im Landtag akkreditiert sind. Mit den Journalisten, die im Landtag akkreditiert sind. Das sollte man aber auch bei allen Gliederungen machen. Also ich rate auch, ihr habt, wie ich gehört habe, keine Bezirksverbände, aber einfach bei den Kreisverbänden. Es ist wichtig, auch in der lokalen Presse drin zu sein. Ich kenne es von meinem Landkreis, Landsberg. Dort haben wir sehr gute Kontakte zur gesamten Presse. Sogar ein Radiosender, der eigentlich keine Politik sendet. Und die hat über uns berichtet. Weil einfach die Piraten vor Ort sich einfach mit den Leuten treffen, mit denen quatschen, weil wir auch den ersten Kandidaten für den Oberbürgermeister gestellt haben in ganz Bayern von den Piraten. Und die haben darüber berichtet. Insofern, da einfach, ich mach's auf dem Landtag, ich weiß, dass Christopher Lang, unser Bundespressesprecher, sehr oft sich mit den Journalisten trifft auf Bundesebene, diejenigen, die eben in Berlin sind.
Und das sollte einfach in allen Gliederungen, auf allen Ebenen passieren, weil auch die lokale Presse sau wichtig ist. Die Anzeigenblätter, die zweimal in der Woche verschenkt werden, die werden sehr oft gelesen. Also die Leute, zumindest in meinem Landkreis, das ist ein sehr ländliches Gebiet, die größte Stadt ist 30.000, die Leute lesen nicht die Süddeutsche oder die wenigsten lesen die Süddeutsche, die lesen aber diese Blätter. Und da ist gut einfach, dass die Leute, dass die Journalisten dort kapieren, wie wir denken. Merkst du das in der Arbeit mit den Journalisten, dass die einen gewissen Zyklus haben, dass die am Montag Themen brauchen und am Freitag keine Themen wollen? Oder dass, wenn die Seite A mit einem Bild-Zeitungsthema voll ist, man wenig unterbringen kann, dass sie ein bisschen Vakuum haben mehr? Tatsächlich ist der beste Tag, um Themen zu setzen, um auch mal eine Pressekonferenz zu halten oder so etwas, eher der Mittwoch. Weil dann kommst du meistens, wenn du es am Vormittag machst, und das rate ich euch, dann kommst du meistens in der Donnerstagsausgabe. In der Freitagsausgabe ist so eine Sache, die ist meist voll mit Tipps fürs Wochenende oder so etwas. Und die Donnerstagsausgabe ist gut, auch weil ich es einfach so aus meiner Erfahrung in Büros kenne. Der Mittwoch ist ein eher langsamer Tag. Da kommt wenig rüber. Montag ist voll bis oben. Montag hast du die ganzen Mails vom Wochenende, den ganzen Spam vom Wochenende. Da gehst du unter. Da musst du schon der Bundespräsident sein oder die Bundeskanzlerin, um da durchzukommen. Und das vielleicht sogar nur, wenn man anruft und sagt, habt ihr gesehen? Dienstag, da kommen die Nachzügler vom Montag, aber der Mittwoch ist so ein kleiner Hänger und dann kommst du einfach schön am Donnerstag in die Presse. Am Freitag eine Pressekonferenz zu geben oder ein Thema zu setzen, bedeutet, dass du am Samstag erst, frühestens am Samstag, in die Nachrichtenschleife kommst und dann ist es bis Montag vergessen. Dann ist dein Thema tot. Aber also du suchst dir eher die Lücke. Du versuchst nicht ein Thema zu machen, sondern du suchst dir die Lücke in der Berichterstattung und gehst dann da rein. Wir sind noch nicht so weit, dass wir grundsätzlich Themen setzen können. Hier und dort ja, aber grundsätzlich nicht. In Bayern zum Beispiel haben wir ja ein Volksbegehren gegen die Studiengebühren gestartet. Da haben wir die Pressekonferenz am Mittwoch gemacht und tatsächlich waberte das noch ein paar Wochen lang, weil es einfach ein Thema war. Seehofer hatte kurz davor gesagt, naja, man könnte sich ja überlegen, wurde sofort von der FDP zurückgepfiffen und hat am Tag danach gesagt, na, das war nicht so gemeint, das habt ihr missverstanden. Und so ein, zwei Wochen danach kamen wir mit unserer Pressekonferenz und der Aussage, wir machen es. Das war noch vor Berlin. Wenn wir es jetzt machen würden, würden wir viel mehr Presse bekommen. Und das waberte einfach nach. Da haben wir ein Thema gesetzt, aber als 2%-Partei, die wir qua Resultat in Bayern immer noch sind, qua Demoskopie nicht, war es schon ein Husarenstück. Also das hat uns sehr, sehr gefreut, das so zu setzen. Dass wir es tatsächlich schaffen, Themen zu setzen, das wird uns im Moment nicht so mit jedem Thema gelingen. Bestimmte Themen in bestimmten Konstellationen, das werden wir schaffen. Aber einfach, wenn wir jetzt, ich sage jetzt einfach, eine Position zu Windenergie haben, da werden wir das Thema nicht vorantreiben. Ist nur mal so. Kommt drauf an, was das mal Forschung so hergibt. Gut. Frage beantwortet? Eine andere Sache, die wichtig ist, ich gestehe freimütig, das ist etwas, was weder im Bund noch in Bayern wir schaffen, mit der Menge an Menschen, die wir haben, ist eine Redaktionsprogrammanalyse. Was meine ich damit? Welche Medien berichten worüber? Welche Medien sind für diese oder jene Themen empfänglicher? Und wann sind Medien für diese oder jene Themen empfänglich? Die Süddeutsche hat alle zwei Wochen, ich glaube es ist alle zwei Wochen, eine Sonderseite zu Hochschulen. Das heißt, wenn ich eine Nachricht zu Hochschulen reinbringen will, sehe ich zu, dass ich ein paar Tage vor diesen Sonderseiten die Nachricht rüberbringe. Und so ist es auch bei anderen Erzeugnissen. Auch im Radio und so weiter. Es gibt Features, es gibt Sendungen, die spezialisiert sind auf bestimmte Themen.
Sobald wir fähig sind, tatsächlich so etwas zu wissen und auch im Auge zu behalten, werden wir tatsächlich unsere Themen, die damit thematisch zusammenhängen, besser reinbringen. Aber da brauchen wir noch ein paar Leute mehr. Also den einen Punkt habe ich schon gesagt, in Sachen vorbereitet sein für Themen. Was natürlich auch sehr gut ist, ist Jahrestage zum Anlass zu nehmen. Wir hätten zu Fukushima vielleicht etwas sagen können, zum Beispiel, dass wir einfach auch seit Chemnitz ein Positionspapier haben gegen Atomenergie. Haben wir nicht gemacht, weil wir sind alle Menschen, der Tag hat nur 24 Stunden und wir sind alle Ehrenamtler. Aber eben Events bzw. Jahrestagen sind immer eine gute Möglichkeit, was reinzubringen. Ich habe im Bund mehrere Anrufe bekommen, die unsere Meinung wissen wollten zum Weltfrauentag. Das ist ein Thema, den wir nicht von uns aus gesetzt haben, aber wo die uns angerufen haben und gesagt haben, was ist eure Meinung zum Weltfrauentag? Ich würde es gerne umdrehen, sodass wir direkt die Themen anbieten und nicht warten, bis wir angerufen werden. Und eine gute Idee wäre, Preise ausloben. Es gibt den Big Brother Award, okay, da werden wir wahrscheinlich nicht reinkommen, weil die ein bisschen Distanz haben wollen zu Parteien. Aber wieso nicht hier einen Preis für Bürgerrechte ausloben oder irgendetwas in der Richtung? Amnesty International zum Beispiel gibt zur Berlinale immer einen Preis für das Menschenrecht, für den Menschenrechtsfilm. Das ist eine besondere Ehrung, die sie durchführen und sagen einfach, von den Filmen, die uns vorgelegt wurden, ist dieser Film einer, der das Thema Menschenrechte ganz besonders durchleuchtet. Das sind gute Filme im Übrigen. Das sind ein bisschen kopflastige Filme, weil das Thema auch bis zum gewissen Grad kopflastig ist, aber egal. Etwas in der Richtung könnten wir auch machen. Einfach selber Events machen. Ein Event, den wir in Bayern gesetzt haben und den wir mittlerweile auch mit dem wir mittlerweile bundesweit auch Aufmerksamkeit erreichen, ist der politische Aschermittwoch. Das ist eine bayerische Tradition, der politische Aschermittwoch, auf einen Gegner hauen und dort tatsächlich hauen und dort tatsächlich böse sein, aber es ist der Aschermittwoch. Und bei diesem Aschermittwoch hatten wir sogar die Financial Times dabei. Also nicht dabei, die haben sich das im Stream angeschaut, aber die haben darüber berichtet. Events schaffen. In Rheinland-Pfalz haben sie das letzte Jahr es gibt diese Burg in Rheinland-Pfalz, wo auch 1848 die deutsche Revolution ausgerufen wurde. Jetzt fällt es mir nicht ein. Und sie haben einfach den zweiten Marsch da organisiert. Wenn es dir einfällt, sag ich. Genau, das Hambacher Fest, genau. Die haben das Hambacher Fest 2.0 ausgerufen. Ich hoffe, sie machen es dieses Jahr wieder. Weil das sind einfach so Events, in denen wir unsere Position reinbringen können. Und gerade das Hambacher Fest war ein Fest, in dem es um Pressefreiheit ging und andere Bürgerrechte. Und ich meine, wer geeigneter als die Piraten, um für Bürgerrechte ein Fest zu machen? Alex, ja. Kurze Frage nochmal. Du hattest diesen politischen Kalender draufstehen. Haben wir da schon was laufen auf Bundesebene? Wir haben verschiedene Versuche laufen. Das Problem ist, Zugriff zu so einem Kalender zu haben, ist einfach. Die Leute zu haben, die darauf einen Blick werfen und immer wieder das reinbringen und dann dazu einen Artikel schreiben, beziehungsweise Leute zu finden, die dann einen Artikel schreiben, das ist die Schwierigkeit. Wir haben so etwas noch nicht. Wäre das nicht eine Sache, die vielleicht sogar auf Bundesebene, weiß ich, jemand im Auge behalten kann oder dafür zu sorgen, das zu organisieren, dass zumindest so ein übergeordneter Kalender. Absolut. Absolut. Wobei, im Bund kann man die Bundesebene nehmen, aber es gibt natürlich auch andere Themen, die zum Beispiel, was ist im Landtag in einer Woche los und so weiter und so fort. Ja, ist es sogar. Wir haben mehrfach versucht, das voranzutreiben, aber einen nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Ich denke halt an solche Sachen wie diese Innenministerkonferenz, jedes Jahr oder sowas wie diese Justizministerkonferenz, die jetzt auch in Wiesbaden stattfindet. Und 10.000 andere Themen gebombt. Eine Überlegung,
die wir im Moment haben, beziehungsweise Christopher Lang hat das initiiert, ist, wir könnten Zugriff auf das Kalender der dpa bekommen, kostet aber was. Es kostet insgesamt 1500 Euro. Allerdings, wenn jeder Landesverband 100 Euro dazu beiträgt, könnten wir da auf Bundesebene wie auf Landesebene Zugriff haben und wissen, was hat die dpa im Radar. Und entsprechend könnten wir schon im Voraus Sachen machen. Dafür brauchen wir aber die Leute. Wir brauchen auch das Geld, aber ich glaube, 100 Euro pro Landesverband pro Jahr können wir uns tatsächlich leisten. Also ich würde kämpfen, in meinem Landesverband das durchzusetzen. Wir brauchen aber Leute, die das auch nachschauen. Und Leute, die dann darauf reagieren und einen Artikel, eine Stellungnahme oder was auch immer liefern. Das ist nämlich die nachgeordnete Schwierigkeit. Ja, Strukturen halt. Was heißt Strukturen? Ich meine, ich kenne die ganzen Aktiven in Bayern und es wird in Hessen nicht anders sein. Die Leute geben so viel Zeit, wie sie nur zur Verfügung haben im Dienste der Partei, ein paar neue Leute dazu zu bekommen, die das machen oder wie auch immer. Aber ja, Strukturen, genau. Das wäre natürlich eine gute Idee und es ist nicht der einzige politische Kalender, es gibt auch ein paar andere. Auch Bundestag und Landtage geben ihre Sitzungskalender und die Tagesordnungen teilweise einen Monat im Voraus frei, sodass man sich da schon vorbereiten könnte, wenn man die Leute hätte. Könnten wir es nicht leisten, dass wir da einfach mal eine Aufschreibung machen und fragen, wer denn da Lust zu hätte, solche Termine zu sammeln und zu aggregieren? Und eine andere Frage, die ich hätte, vielleicht führt das jetzt zu weit, ich weiß es nicht, unterbrich mich. Wie sieht das denn eigentlich aus mit einem Presseportal für uns, wo wir Kreis-, Landes-, Bundespresse aggregieren könnten, um zum Beispiel einen Google-Rank für Pressemitteilungen zu bekommen? Also was Google zum Beispiel... Das ist tatsächlich in der Überlegung. Allerdings muss ich auch gestehen, es ist ein bisschen aus der Überlegung gefallen, weil die neue Website, die sollte 2 Jahre lang nächste Woche kommen. Jetzt haben wir sie endlich, jetzt können wir auch vorankommen. Es ging jetzt nicht um eine neue Website, es ging jetzt darum, dass man ein eigenes Portal hat, wo sich die Pressemitteilungen der Kreise, Länder und des Bundes aggregieren. Im Prinzip überhaupt nichts anderes steht außer Pressemitteilungen. Es gibt eine Mailingliste, in der die kommen. Das könnte man tatsächlich so umdrehen, dass es tatsächlich in eine Website landet. Ja, ist eine gute Idee. Es hat etwas damit zu tun, dass sich Google News zum Beispiel wirklich nur dort bedient und nur auch dort Pressemitteilungen anzeigt, die explizit sagen, dass ich dort nur Pressemitteilungen veröffentliche. Und das hat halt eben den Vorteil, das würde ich hier auch im Landesdiskussion nochmal vorschlagen, es hätte den Vorteil, dass wir eben nicht mehr darauf angewiesen wären, dass unsere Nachrichten bei Google, also über Dritte bei Google News zu platzieren. Ist das eine gute Idee? Kennst du Leute, die das machen können? Es gibt doch schon sowas, Piratenbund hat... Nein, das ist was anderes. Sorry. Das ist nur eine Aggregation von Blogs und so weiter. Ja, das ist auch eine Aggregation, also wie man das Ding nutzt. Das ist etwas ganz anderes. Stopp, bevor wir in diese Diskussion gehen. Wenn ihr Leute habt, die so etwas machen könnten, bin ich der Erste, der sagt, macht. Das Problem ist, in Burg und in Bayern haben ja nicht die Leute, die so etwas machen können. Weil, wie gesagt, die Zeit der Leute ist auch begrenzt. War es eine Wortmeldung oder einfach mal ein Spaß? Ich entspanne mich gerade. Ich wollte nur kurz zwischenfragen, ja. wie viele Pressemitteilungen hatte das sich denn von der Größenordnung, damit man mal die man da reinpflegen wollte? Es gibt eine Mailingliste. Ich glaube, da kommen problemlos pro Woche 100 Pressemitteilungen. Weil Kreisverbände und hast du nicht, wir ballern eine Menge raus. Das ist wenig. Auf alle Ebenen. So gesehen ja, verglichen mit der FDP ballern wir relativ wenig, aber das ist ein Vergleich, den möchte ich jetzt nicht anstreben. Weil es jetzt darum ging, das separat irgendwo zu aggregieren, also das lässt sich schon recht einfach umsetzen. Ja, auch jetzt in Hessen zum Beispiel sehe ich da kein Problem, dass sich da Leute finden. Du hast den Job. Ja, ist mir schon klar, ich habe auch genügend andere, das ist nicht das Problem. Und, ich weiß schon, was der Punkt ist, man kann das auch technisch recht einfach machen.
und kann sogar versuchen, das zu automatisieren. Also das, ja. Also von daher, ich würde das mir mal auf die Karte schreiben. Es ist insofern wollen. Automatisiert, als dass wir eine Mailingliste haben, in der alle Pressemitteilungen landen können. Und von da aus soll es am besten automatisch auf die Webseite gehen. Aber, der Punkt ist nicht, dass wir diese Idee nicht gehabt hätten. Der Punkt ist nicht, dass diese Idee nicht gut wäre. Der Punkt ist, der soll es machen. Ich guck mal. Ich bin ja dafür. Also, so. Du weißt ja, wo ich immer dabei bin. Okay, ich werde das ernst. Der Kaffee ist kalt. Ein Punkt, der mir wichtig ist, ist Synchronisierung der Informationskanäle. Wir haben echt ein Problem damit. Wir kommunizieren über Facebook, wir kommunizieren über Twitter, wir kommunizieren. Wir haben ein Vorstandsportal, wir haben das Wiki, wir haben die oder jene oder die nächste Website. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn Neupiraten zu mir kommen und sagen, ich weiß nicht, wo ich schauen muss. Ich habe das Thema übersehen. Es ist echt ein Problem, weil manches ist einfach nur bei Twitter, manches nur bei Google+, manches im Wiki. Halleluja. Wir haben in Wiesbaden mal angefangen, auch im Rheingau-Taunus-Kreis, solche Medien-Workshops zu machen, wo wir den ganzen Piraten mal beibringen, was ist ein Twitter, weil die meisten wissen es ja vielleicht noch gar nicht. Und welche Informationen bekommst du denn woher? Mhm. Das sind, der Herr Bastian hat da auch... Jetzt, stopp, bevor du weitermachst. Gibt es. Der nächste Schritt war nämlich, wenn wir schon die Übersicht verlieren, und das tun wir, wir übersehen Sachen, die im Wiki reingetan werden oder so etwas. Wie geht's einem Journalisten? Der wird kirre. Und die Journalisten suchen in unserem Wiki, so ist das nicht. Also und die folgen uns in Twitter. Ihr hättet Sekos Gesicht sehen sollen, als er bei einem Hintergrundgespräch mit 30 Journalisten in Regensburg seine eigenen Tweets vorgelesen bekam. Ups. Das habe ich geschrieben, das habe ich gesagt. Die folgen uns. Die versuchen schon, die Informationen zu aggregieren. Trotzdem sollten wir zusehen, dass wir, ich möchte die Kanäle nicht reduzieren, weil jedes Kanal hat eine andere, hat ein anderes Publikum und hat auch unter anderem auch einen anderen Rückkanal und ähnlichen. Aber wir sollten zusehen, dass wenn wir es machen, wir tatsächlich die Information quer durch die Bank schieben, damit die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass die Öffentlichkeit diese Information übersieht. Aber genau dazu brauchst du ja, das hatte der Kai und ich, wir haben uns da angeboten, wir reden mal nachher miteinander, eben so eine zentrale Portalgeschichte. Mhm. Nur da, weil du musst sie erstmal sammeln, um sie dann geordnet weiterzureichen. Und das kriegst du ja nicht hin. Wir haben, Ich will diesem Portal jetzt gar nicht, das Portal gar nicht schlecht reden oder so, aber was bei sowas immer gut ist, ist das, was du auch schon gesagt hast, ist Kontakt zur Presse haben oder so, so regelmäßig. Ja. Und dann fragen die auch nach. Das sagen, ist okay, wir suchen gerade was. Genau, ja. Ne, das ist immer nicht schlecht, weil man da es gibt Leute, die wollen nicht angesprochen werden. Habe ich auch schon erlebt. Quatsch mir hier. Ich suche mir bei den Informationen schon aus. So. Meines Erachtens ist Aufgabe der Vorstände, der verschiedenen Gliederungen, aber in erster Linie Landes- und Bundesvorstände, Gruppen in der Öffentlichkeitsarbeit aufzustellen, die den Piraten als Dienstleister zur Verfügung stellen. Ich werde über die verschiedenen Gruppen erzählen, die ich mir vorstellen kann und möchte, dass ihr dabei immer im Hinterkopf habt, es müssen nicht diejenigen sein, die die Themen setzen. Es müssen nicht diejenigen sein, die alle anderen vorantreiben. Es sollte aber diese Gruppen geben, damit ein Pirat, der eine gute Idee hat für X, Y oder Z, hingehen kann und sagen kann, hilf mir dabei. Und eine andere Aufgabe, die ich uns Vorständen immer wieder eintrichtern möchte, ist Austausch aller Glieder in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt einmal im Monat, am 8. eines jeden Monats, ein Treffen, ein Mumble zwischen Bund und Länder. Und es ist. Meinst du Marina? Nein. Ein Treffen der Öffentlichkeitsarbeit. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, am 8. im Mambo. Und es ist eine sehr gute Idee, sich dort auch auszutauschen, auch die Landesverbände untereinander.
Ich behaupte nicht, dass wir in Bayern die Tollsten sind. Doch, sind wir, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn wir in Bayern eine Idee haben, können wir sie gerne einfach an Hessen geben. Wenn die Hessen eine verdammt gute Idee haben, bitteschön, her damit. Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, wer auch immer. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wenn ihr eine geile Idee habt, rüber damit. Wir versuchen uns gerade in die hessische Generalsekretärin versucht es gerade voranzutreiben, dass erstmal die hessische Vernetzung ein bisschen funktioniert. Also wir arbeiten daran. Schon klar. Stimmt doch. Schon klar. Aber es geht einfach quer durch alle Ebenen. Also das ist auch wichtig, auch um das Verständnis aufzustellen. Die wenigsten von uns sind Profis in der Öffentlichkeits- oder in der Pressearbeit. Ich arbeite gar nicht im Bereich Marketing oder Presse. Also meine Brötchen verdiene ich woanders. Und entsprechend auch, um Informationen weiterzugeben, um Verständnis auch rüberzubringen, ja, die haben meine Nachricht nicht gebracht. Ja, wieso denn? Ja, ich habe da am Freitagabend denen die PM geschickt und die haben sie nie veröffentlicht. Auch dafür ist, genau, die Vernetzung auch quer durch alle Ebenen, aber eben auch zwischen Bund und den Landesverbänden unter sich. Auch, das wird nicht nächsten Monat oder übernächsten Monat passieren, um gemeinsame Aktionen durchzuführen. Ich meine, wir haben mehr Glück als Verstand gehabt, als wir es gebacken bekommen haben, in so gut wie jeder Stadt in Deutschland oder jeder größeren Stadt eine ACTA-Demo aufzustellen. Aber das war echt mehr Glück als Verstand. Groß organisiert haben wir es nicht. Natürlich. Du weißt gar nicht, wie viel Arbeit das war. Der Kai hat sich da richtig ins Zeug gelegt. Ja. Die Listen, die existieren ja jetzt. Also mein Stopp-Akta-Wiki, kennst du? Wie weit im Voraus? Eine Woche oder was? Ja, zwei Wochen. Wow, eine ganze Woche. Zwei Wochen. Das nennt sich strategisches Denken. Das nennt sich erfolgreiches Arbeiten. Die Weltherrschaft planen wir seit 6 Jahren. Genauso, okay. Du hast genauso vorhin gesagt, es gibt immer den richtigen Zeitpunkt. Und das war der richtige Zeitpunkt. Ja, ja. Also mein Stopp-Akta. Wie ist das mit der Weltherrschaft? Da ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Es gibt übrigens eine Mailingliste, die für alle offen ist, die die Öffentlichkeitsarbeit machen. Da habt ihr den Kurzlink oder den Langlink, nehmt lieber den Kurzlink. Zack. Die ist sehr niedrig im Traffic, insofern. Dort kriegt ihr Gehör und es ist eine gute Idee, einfach um auch zwischen den Mumbles Ideen, Konzepte oder einfach nur Fragen reinzuplatzieren. Jeder aufgeschrieben? Möchte zur nächsten Seite? Listensparsamkeit. Ich weiß nicht, wie viele Listen ich abonniert habe. Jetzt möchte ich, also, es ist wirklich. Also, ich habe so 90 abonniert. Okay. Ich behaupte aber nicht, dass ich sie alle lese. Ich lese sie quer. Was soll ich dann mit der einen Weg über die Listen kommen? Dieselbe Weg war es. Oh ja. Okay. Die Präsentation ist auch in meiner Wiki-Seite unter Präsentationen zu finden. So, jetzt kommen wir, in der knappen Zeit, die noch übrig ist, zu den Säulen der Öffentlichkeitsarbeit, zu den... Was ist denn der Nick? Alex und Strich A. Die Aufgaben, die Abteilungen, die ich sehe. Natürlich, eine Abteilung, die sicher, oder AG, oder SG, oder IG, oder wie auch immer ihr sie nennt, die ihr sicher alle habt, ist Presse. Die Leute, die PMs schreiben. Ich möchte sie etwas breiter aufstellen in Presse und Text. Und ich weiß, dass es nicht dasselbe ist. Lernen. Diese Abteilung schreibt natürlich weiterhin die PMs. Das sind einfach die Leute, die Texte schreiben können. Alles, was ich schreibe, was ich berichte, ist einfach der Gedanke, wohin es gehen sollte. Ich sage nicht, dass wir es im Bund oder in Bayern schon fertig hätten. Teilweise ja, teilweise nicht. Diese Abteilung sollte Themen finden und besetzen, natürlich Pressemitteilungen schreiben. Sie sollte zusammen mit der Abteilung Recherche, zu der ich später komme,
den Themenkalender vor Augen haben und entsprechend schon im Voraus Texte schreiben. Eine gute Idee, jetzt schon Texte zu schreiben, ist zum Beispiel für die Christopher Street Days. Also in Bayern werden wir bei jeder Stadt, den Christopher Street Day werden wir mit dabei sein. Also können wir jetzt schon die Pressemitteilungen schreiben. Auch entsprechend nicht nur das Themenkalender, sondern das Themenmonitoring, sprich was kocht gerade außerhalb des DPA-Kalenders oder des Tagungskalenders des Landtags, was kocht einfach so hoch, wo können wir unsere Themen bringen. Und natürlich auch eine Verfolgung der Themen der anderen Parteien. Was versuchen die anderen Parteien gerade zu machen? Dazu gibt es übrigens eine Mailingliste, in der die Pressemitteilungen vieler anderer Parteien landen. SPD, FDP, CDU, die Linken nicht, ÖDP auch nicht, etc. pp. In Zeit wäre es eine gute Idee, wenn diese Abteilung auch die Zeit hätte, zusammen mit der Abteilung Recherche, Worte und Wortgebilde zu entwickeln. Es sind die Leute, die wissen, wie man mit der deutschen Sprache umgeht. Teilweise sogar mit anderen Sprachen. Die sollen einfach zusehen, dass sie auch ihre Kreativität im Hacken von der Sprache benutzen. Es sollte meines Erachtens auch die Abteilung sein, die das Newsletter veröffentlicht. Wir wissen, dass wir in Bayern fast 2400 Leute haben, die unseren Newsletter lesen. Davon sind ca. 2000 Mitglieder. Das heißt, wir haben 400 Leute, Pi mal Daumen, die unseren Newsletter lesen und nicht Mitglied sind. Sind Interessierte, aber sind auch Journalisten. Mit der Zeit sollten es auch die Leute sein, die den Regen Fleisch geben. Die grundsätzliche Position und grundsätzliche Reden sollten tatsächlich weiterhin die Leute machen, die Reden halten. Aber ein bisschen Sprachgefühl reinbringen wäre eine gute Idee, wenn die Leute, die einfach tagtäglich mit der Sprache zu tun haben, sich damit befassen würden. Und sie sind auch diejenigen, die die Texte für die digitale Kommunikation vorbereiten sollten. Jenseits der Pressemitteilung. Es gibt auf Level Bund und meines Erachtens braucht man keine weiteren in den Gliederungen, eine SG-Lektorat. Das sind Leute, die tatsächlich eines am besten können, nämlich Texte nehmen, die geschrieben sind und Tippfehler, Grammatik, Orthographie zu putzen, aber auch zu sehen, dieser Satz, diese Satzkonstruktion, vielleicht macht man es so oder so oder so. Die arbeiten sehr schnell. Ich habe es noch zu erleben, dass sie nicht innerhalb von 12 Stunden oder 24 Stunden reagieren und können euch auf jedem Level eine Pressemitteilung oder einen Text, den ihr fertig geschrieben habt, durchgehen und durchchecken. Und das macht Sinn. Das sind sehr engagierte Leute, denen ihr einfach mit einer Mail sagt, dort könnt ihr den Text finden, ihr dürft den Text großartig verändern oder nicht und so weiter und so fort, sodass sie tatsächlich nur bis zur Grenze gehen in der Veränderung, die ihr haben wollt. Der Link, der Kurzlink, geht zu dieser Seite im Wiki, wo auch drin steht, was sehen die Lektoratsleute am liebsten in einer Mail, die sie zur Mitarbeit aufruft. Nutzt diese Möglichkeit, denn die Jungs und Mädels dort sind echt klasse. Das war eine sehr gute Idee von Gefion, das tatsächlich in eine Extragruppe auszulagern. Was bräuchten wir noch? Wir bräuchten eine Gruppe. Recherche, ja, Entschuldigung. Mich würde interessieren, ich halte die SG-Lektorat bisher nur von Bundesebene. Ist das auch ein Serviceangebot für Landes- ja. oder noch tiefere Gebiete? Serviceangebot. Die SG-Lektorat versteht sich als SG für die gesamte Partei. Also können Sie sogar theoretisch als KV hingehen und sagen. Nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich. Mach. Mach. Es ist dafür gedacht, dass jeder, der einen Text hat, der überprüft werden sollte, oder bei dem man sich wünscht, dass der überprüft wird, dass jeder einfach dort eine Mail schickt und sagt, ich brauche dich. Wie viele sind denn da?
20, glaube ich. Und Sie sind vernetzt oder die sind sicherlich nicht... Deine Mail an, daran landet in einer Mailingliste. Ja, ja, schon klar. Oh, und da sagen einfach zwei Leute, jo, ich übernehme und fertig. Mehr als zwei brauchst du ja nicht. Ja, sie sind von überall. Sie sind von überall. Wie so üblich in unserer Partei sitzen sie irgendwo. Ich wette, der eine oder andere sitzt sogar im Ausland. Gefühl zum Beispiel, genau. Was meinst du? Achso, aber Inhalte kann man nein, nein. Also, aber kann man bitten drum? Nee. Sie sind mehr daran, einfach die Sprache zu polieren. Ich bitte jetzt. Sie sind mehr dafür da, um die Sprache zu polieren. Also sprachlich. Genau. Alles klar. Noch Fragen zur SG-Lektorat? Kann man dir auch eine Word-Datei schicken? Die ist sehr unbeliebt, habe ich gehört. Schick mir einfach mal mit Ihnen Kontakt auf den Fragsee, das wäre einfach einfachste, oder? Mach mal was? Schreib einfach mal eine Mail hin, fragst du. Ja, ist schon klar. Eine weitere Abteilung, die es geben sollte, meines Erachtens, ist Recherche und Kompetenz. Wie wir vorhin schon gesehen haben, werden es die Leute, die Themenkalender und Themenmonitoring machen, aber es werden auch Leute, die Studien selber erstellen bzw. in Auftrag geben, die einfach Überlegungen machen, bei welchen Punkten sollten wir Hintergrundinfos haben oder zusammenstellen, um sie zur Verfügung zu stellen. Es werden auch die Leute, die Experten finden und sie natürlich bei Laune halten bzw. denen einfach immer wieder Aufträge geben. Auf Bundesebene wollte Marina Themenbeauftragte aufstellen. Ich weiß nicht, was der Status davon ist. Ich habe lange nichts von diesen ganzen Themenbeauftragten gehört. Insofern weiß ich jetzt nicht. Meines Erachtens sollte die Gruppe, diese Recherche-Kompetenzgruppe, auch diejenige sein, die Kooperation mit Universitäten angeht. Wir sind eine Partei, in der viele Studenten drin sind. Das ist ein Schatz, den wir im Moment noch nicht, an den wir nicht gehen. Und das ist doch Blödsinn. Gerade die Studenten wissen, welcher Prof für welches Thema zu haben ist. Und glaubt mir, Professoren suchen händeringend nach Themen für ihre Hauptseminare. Und entsprechend, wenn wir da eine Studie in Auftrag geben, beziehungsweise Hintergrundinfos in Auftrag geben, dann werden die das mit Kusshand annehmen. Insofern sollten wir zusehen, dass unsere Kommunikation zu den Unis viel besser wird und dass wir einfach, so meine Idee, diese Gruppe Recherche einfach diese Kooperation aufrechterhält. So eine Gruppe Recherche könnte entweder selber ein Think Tank sein oder einfach Kommunikation zu unserem Think Tank haben. Zu den Leuten, die tatsächlich den ganzen Tag nur rumsitzen und denken. Wahrscheinlich denken. Die sich aber auch überlegen, welche Podiumsdiskussionen könnten wir in Gang setzen. Und glaubt mir, wenn die Piratenpartei zu einer Podiumsdiskussion einlädt, werden nach Berlin ganz sicher die Leute kommen, wie auch die geladenen Gäste. Das würden sie zusammen mit der Gruppe Event machen. Oder aber Vortragsreihen. Einfach, wir lassen die Leute durch die größeren und mittleren Städte reisen und die erzählen den Leuten etwas. Das bringt uns wiederum Aufmerksamkeit in diesen Städten. Ich weiß es von München, wo ich lange Zeit gewohnt habe, dass der Gauweiler immer wieder, alle zwei Wochen oder so etwas, jemand anders dabei hat, der einen Vortrag hält. Das ist nicht nur deswegen wichtig, weil er auch selber sein Wissen damit aufpäppelt, sondern weil er damit auch in seinem Wahlkreis jedes Mal plakatieren kann. Die CSU lädt einen zu. Auch das ist nicht unwichtig, dass die Leute merken, schau, die machen jetzt eine Sache zu, bei uns wäre es Urheberrecht, zu Hartz IV etc. Eine weitere Gruppe, die wichtig ist, ist eine Audio-Video-Gruppe. Leute, die wissen, wie man Fotos richtig macht, Leute, die wissen, wie man Film richtig macht. Zum einen, weil das eine Dokumentation unserer Geschichte ist. Und wir sind mittlerweile 5 Jahre alt, wir haben Geschichte.
Zum anderen aber auch natürlich, weil wir es der Presse anbieten können, beziehungsweise auch der Bevölkerung zeigen können, so sieht ein Parteitag aus. Das sind Impressionen, fotografische Impressionen oder aber Kurzdokumentationen zu Parteitagen, zu dem, zu jenem, zu was auch immer. Sie sollten auch irgendwann mal fähig sein, eigene Beiträge zu erstellen und hochzuladen auf einer eigenen Seite, auf YouTube, hast du nicht gesehen. Und nicht unwichtig, es sollten die Leute sein, oder darin sollten die Leute auch zu finden sein, die eine Mediendatenbank füttern können, und zwar nicht nur mit den Inhalten, sondern auch mit Schlagwörtern. Eines der wichtigsten Archive in Deutschland ist das vom Spiegel. Wenn du ein Bild haben willst zu irgendeinem Politiker und du gehst zum Spiegel, du kannst denen sagen, die Situation, du kannst denen sagen, es soll ein trauriges, ein lustiges Bild, ein was auch immer. Die finden dir das. Die haben laut dem, was man sich so unter Journalisten sagt, haben sie das beste Archiv von Bildern, wie auch von Texten und anderen Materialien, das es in Deutschland gibt, was das Politische angeht. Und wir werden nie auf dem Niveau kommen, das brauchen wir auch nicht. Aber tatsächlich, ich habe es mal gehabt, ein paar Jahre ist das her, man wollte Bilder von Piraten haben, die bei den und alle Soyer-Aktionen mitgemacht haben. Ich habe echt kein Bild in druckfähiger Qualität gefunden. Hätten wir so eine Gruppe gehabt, hätten wir so ein Archiv gehabt, hätte ich sagen können, hier, und alle so, je, Bilder, Druckqualität, hast du nicht gesehen, bla bla bla, Piraten, und es hätte mir hoffentlich ein paar Bilder ausgespuckt, die ich einfach hätte liefern können. Es gibt eine Software in Rheinland-Pfalz für, als Mediendatenbank, spricht die an, dass wir es bei der Bundes-IT reinbringen, glaube ich, ist im Moment eher schwierig. Insofern spricht die an, dass die für euch in Hessen auch einen eigenen Bereich aufmachen. Das ist eine sehr gute Idee, um dort einfach Medien zu haben und in diesem Fall Audio-Video, aber auch andere. So, kommen wir zur schon kurz angesprochenen Gruppe Events. Die wiederum sind die Dienstleister, die die Organisation von Events machen. Die einfach Sound, Streaming oder was auch immer aufstellen, damit die Events richtig funktionieren. Das sind die Leute, die auch wissen, mit wem muss ich reden, wenn ich einen Raum für 300 Leute brauche. Mit wem muss ich reden, wenn ich einen Raum für 20 Leute habe. Es sollte eine Gruppe sein, die zum Beispiel auch Checklisten aufstellt. Ich möchte einen Infostand machen. Was brauche ich dafür? Ich möchte einen Stammtisch neu aufbauen. Was brauche ich dafür? Weil das die Leute sein sollten, die dort wissen, wie man ein Event richtig plant, vom Hintergrund. Die Information, dass es diesen Event gibt, das sollte die Gruppe mit Pressearbeit machen. Die Inhalte würde die Gruppe Recherche bringen, nur die Leute, die bei der Abteilung Events drin sind, die würden wiederum wissen, wie man das Ganze mit Sound und was auch immer aufstellt, was man da braucht. Bis zum gewissen Grad wird so etwas aufgebaut auf dem Bund mit dem Beauftragten für Bundesparteitage. Damit einfach nicht das Rad immer neu erfunden werden muss, sondern einfach, wer einen Parteitag aufstellt, der fragt einfach die, wie macht ihr das, wie macht ihr jenes, könnt ihr mir helfen, könnt ihr kommen und so weiter und so fort. So, jetzt kommen wir zu ich habe es so genannt, weil man hätte es auch digitale Medien nennen können. Wir sind eigentlich die Partei des Netzes. Deswegen sehen unsere Websites alles so toll aus. Man kann sich dort echt super zurechtfinden. Entsprechend bräuchten wir Leute, die tatsächlich wissen, wie man eine Website baut, in der man nach 3 Klicks etwas findet. Versucht das mal im Wiki.
Eine Website ist ja nicht nur schöne Bilder und gute Texte drin zu haben, sondern tatsächlich zusehen, dass die Leute das finden, was sie suchen. Wenn ich mit den Leuten rede, auf Infoständen oder in Stammtischen, die sagen mir, ich habe bei euch danach gesucht, aber kannst du mir einen Link geben, kannst du es mir per Mail schicken? Es ist sau schwierig und wir sollten Leute haben, die das können. Es sollten auch die Leute sein, die wissen, wie man richtig im Microblogging agiert. Twitter, Identica, wie sie alle heißen. Und dort zusammen mit Presse und Text arbeiten. Aber auch die Leute sein, die die Social Media im Auge behalten und richtig beackern. Die haben wir im Bund. Im Bund haben wir den Thorsten Schreiber, hier aus Hessen, wie auch den Benedikt Schmidt aus Bayern. Die haben es geschafft, dass unsere Seite, die Seite der Piratenpartei bei Facebook, die meisten Fans hat. Und wenn ihr euch anschaut, was da passiert, da werden nicht einfach nur schnöde Pressemitteilungen rausgeschickt, sondern da werden Diskussionen angeregt. Da wird einfach, da ist tatsächlich eine Kommunikation auf verschiedenen Wegen mit den Leuten. Und auf Facebook ist nicht das Ende. Die sind auch bei Xing aktiv, die sind auch bei LinkedIn aktiv und bei Zeiten, wenn es abhebt, werden sie bei Google Plus auch aktiv sein. Das ist ein wichtiger Rückkanal, auch zu einem Teil der Bevölkerung, nämlich diejenigen, die Twitter nicht lesen, diejenigen, die nie im Leben zu uns zum Wiki kommen würden, die finden wir trotzdem bei Facebook. Weil für viele bedeutet heutzutage, ich gehe mal online, tatsächlich, ich besuche Facebook und quatsch mit meinen Bekanntschaften dort. Da war eine Frage, oder? Nee. Hat sich ergeben? Okay. Gut. Und etwas, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, wie gehen wir mit der Blogosphäre um? Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland die Blogs nicht so ein Gewicht bekommen haben, wie es in Amerika der Fall ist. In Amerika gibt es Blogs, die tatsächlich nur davon leben, Blog zu sein. Huffington Post zum Beispiel. Ja. Weil es ja mein Spezialgebiet ist, die Blogosphäre, würde ich da gerne gleich mal einhaken. Natürlich haben sie nicht das Gewicht, das in Amerika haben, weil es einfach schwierig ist, wo die also auch mit Huffington Post Millionen verdienen und Whistleblowing en masse bekommen. Aber sie haben trotzdem ist ganz, ganz viele wie Spiegel, Stern und so weiter, die schreiben aus den Blogs ab. Die Themen, das Agenda-Setting ist mittlerweile sind die Blogs. Und das ist das, was man nicht unterschätzen darf. Auch wenn die Bevölkerung vielleicht nicht so viele Blogs lesen. Die Journalisten lesen die Blogs und klauen die Themen. Mhm. Deswegen sind die Blogs auf gar keinen Fall irgendwas, was wir auch nur im Mindesten unterschätzen dürfen. Okay. Okay, nur als keinen kleinen Eingang. Ja, also. Wenn wir das machen, also meinst du so als Quelle für uns, wo wir unsere Informationen auf die wir dann reagieren, hernehmen? Oder nein. Wir können ja, also das heißt, ich bin dafür. Also ich bin gerade dabei. Das ist ja das Spannende. Das ist genau der Punkt. Der Schiebe war ja einfach bei uns ein Verteiler, oder? Ich möchte es gerade, ich bin gerade dabei, meinen Blog-Verteiler mal dahingehend, also den ich jetzt beruflich nutze, auch mal dahingehend zu erweitern, dass ich jetzt ein paar Blogger wie Netzpolitik und so weiter anspreche. Also ich habe geplant, auch Größeres auf der Republika, dass wir da einfach ganz, ganz, ganz gezielt mit unseren Geschichten auch reingehen. Die Blogger kannst du nicht mit Pressemitteilungen ansprechen, aber es gibt eine Art und Weise, wo ich denke, dass es geht. Ich habe mit ein paar zum Beispiel gesprochen über unser Herbert-Spiel, aber die haben alle gesagt, hey Jungs, das ist so schlecht, das ist peinlich. Da habe ich gesagt, okay, sehe ich ein, habe ich Verständnis dafür, können wir nicht pushen. Das nächste Ding geht aber durchaus. Also ich habe so die Tech-Blogger, Polit-Blogger und so weiter, also von Sixtus, Netzpolitik, Beckedahl und so weiter, die kenne ich alle ganz gut und die möchte ich jetzt demnächst bei uns ins Boot holen. Das ist so die Aufgabe, das habe ich mit Thorsten schon besprochen. Also und das sehe ich so als meine Aufgabe da jetzt demnächst mal ein bisschen, weil alles andere ist ja schon ganz gut beackert. Okay, weiter. Was wir auch brauchen, ist eine Abteilung Analyse. Es ist ja schön und gut, was wir alles tun und wo wir unser Herzblut reinbringen. Nur, was bringt es uns? Und entsprechend, und dafür gibt es Tools, dafür gibt es Prozesse, sollten wir überlegen, welche PR-Aktion tatsächlich welche Wirkung gehabt hat. Dafür brauchen wir eine Gruppe, die das kann, die sich das anschauen kann und sagen kann, das war eine gute Idee, das war keine gute Idee, das ist eine gute Idee in dieser oder jener Form oder zu diesem oder jenem Moment. Das wären auch die Leute, die uns helfen, das Rad nicht neu zu erfinden. Die tatsächlich uns sagen können,
beim Innenvorstand hat sich bewährt, das und das zu machen. Oder am Stammtisch jenes voranzubringen, ist keine gute Idee. Es muss keine große Gruppe sein, aber die sollte gegeben sein und uns immer wieder einfach aufzeigen, anhand von Fakten, was wir richtig und was wir falsch machen, damit wir es beim nächsten Mal richtig machen und unsere Arbeit nicht einfach verpufft. Wir haben alle wenig Zeit, wir sollten zusehen, dass wir ökonomisch und effizient mit dieser Zeit umgehen. Eine sehr, sehr, sehr wichtige Gruppe, ich nenne sie nicht so spät, weil sie nicht wichtig ist, ist Administration, Ops, Operations. Das sind die Leute, die täglich im OTRS, in unser Ticketsystem, die Mails schauen. Das ist sau wichtig. Schon alleine, weil sie die 80% Spam, die wir dort bekommen, rauskicken, bevor sie jemand anders sieht. Das sind Leute, die das Zipgate aufrechterhalten. Das sind Leute, die auch meines Erachtens Logistik und Versand innehaben sollten. Das Rückgrat von all dem, was andere dann profitieren. Teilweise ist hier auch natürlich IT-Administration gedacht. Und es sollte auch eine schnelle Eingreiftruppe sein, die, wenn unser Wiki kaputt ist, einfach schnell das Backup in Gang setzen kann. Oder wenn unser Zipgate nicht funktioniert, das Ganze umbiegen kann. Wir brauchen einfach ein Rückgrat, der solche Arbeiten, auch Flyer oder Programme verschicken, innehat und den anderen die Arbeit abnimmt. Auch eine wichtige Truppe, Design. Wir brauchen nicht nur eine Truppe, die sich um das gesamte Design der Piratenpartei, dass es halbwegs einheitlich ist, kümmert, sondern das wären zum Beispiel die Leute, die Werbemittel aufstellen und erstellen, die man dann nutzen kann, bundesweit, landesweit. In Berlin kannst du die Leute anders ansprechen als bei mir in Landsberg. Wenn ich in Landsberg, in Landsberg könnte ich vielleicht mit den Berliner Plakaten noch was machen, aber in Niederbayern, wenn ich mit den Berliner Plakaten komme, dann sagen mir 90% der Bevölkerung, wie ist der Fall? Sind Leute, die Werbemittel erstellen, die sind natürlich die Leute, die auch für den Wahlkampf oder die Wahlkämpfe das Design erstellen. Es werden auch die Leute, die das Design der Website oder Websites machen. In Bayern ist es so, wir haben das System, wir haben WordPress und wir haben es so aufgestellt, dass wir innerhalb von einer Stunde einer Gliederung ihre eigene WordPress-Präsenz aufstellen können. Wir zweigen einfach vom zentralen WordPress, weil wir haben es in einer Multisite-Funktion. Und schon haben sie das gesamte Design etc. pp., wenn sie es wollen. Und die meisten, weil es einfach die Arbeit immens erleichtert, die nehmen das an. Und auch ein Punkt, der uns ewig klar mit Piratenpartei helfen würde, Merchandising. Ihr wisst nicht, wie heiß die Leute auf die Pins sind. Die finden sie klasse. Tassen. Diese verdammten Kugelschreiber. Wir kaufen sie tausenderweise und werden sie los, wie weiß Gott was. Merchandising ist eine gute Idee, um das Logo voranzubringen. Wenn wir den einen oder anderen coolen Spruch drauf tun können, umso besser, weil dann bringen wir auch mindestens eine unserer Ideen voran. Und Merchandising ist auch ein Weg, um an Geld zu kommen. Ganz einfach. Wir haben immer zu wenig Geld. Und Merchandising ist eine Möglichkeit, die Überlegung, einfach, was gut passen würde und wie es gut aussehen würde beim Merchandising, wäre etwas, was diese Gruppe Design auch machen könnte. So, und somit und etwas verspätet sind wir am Ende der Präsentation. Fragen, Meinungen?